Good morning, Leute. Ich will gar nicht einen auf Mitleidsnuss tun und irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer, weil ich hasse auch Leute, immer die irgendwie auf Social Media immer nur so rumningeln und immer nur das Schlechte zeigen und so. Aber wir sind ja hier realistisch und ich sage einfach mal kurz, wie es mir geht. Also an sich geht es mir echt gut. Mich wundert, ich habe einen Bonbon drin, meine Stimme ist eigentlich normal. Also meine Mandel ist halt, es klingt jetzt eklig, aber so ein bisschen wie entzündet, sag ich mal, aber man kennt das ja, so ein bisschen wie aufgeplatzt, dann sind so weiße Belege drauf, also so ein bisschen Eiter und so. Und das ist halt schon so nach 3, 4 Tagen und es verbessert sich nicht und ich denke mal, es muss das Antibiotika her. Ich hasse es, ich wollte es nicht. Ja. Deswegen, ich gehe gleich mal zum Arzt, frag den mal und ich hoffe, dass er sagt, ja, es geht auch so, besonders meine Ärztin, aber ich denke mal nicht, weil alle von euch haben auch geschrieben, beziehungsweise stand auch im Internet, dass wenn schon Belege drauf sind oder Eiter, dass es dann nicht mehr ohne Antibiotika geht. Ich habe halt keinen Bock auf Antibiotika, weil das bedeutet auf jeden Fall, die nächsten 10 Tage kein Sport. Und ja, sad life. Aber für die Gesundheit würde ich es machen und ehe ich mich jetzt noch 3 Tage versuche so zu machen. Ach, sie war gleich. Ich habe auch gestern gefühlt schon 100 Gramm Honig gelöffelt und sowas, aber we will see. Ich halte auf dem Laufenden. Ich hatte heute früh schon einen Quark, schön kalt mit Beeren. Und ich würde sagen, ich gehe dann zum Arzt und danach esse ich ein Porridge. Das habe ich mir gestern schon vorbereitet, damit es kalt ist, weil ich glaube, so warm essen oder heiß vor allem. Mit der Mandel ist nicht so praktisch. Ja, Annabel kommt dann auch von ihrem Freund wieder. Und dann frühstücken wir, denke ich mal, zusammen und dann sehen uns wieder beide. Aber erstmal gehe ich zum Arzt. Dann gibt es ein ganz kurzes Update, weil ich will euch damit jetzt auch nicht nerven. Und dann gibt es ein richtiges Frühstück und Annabels erstes Frühstück. Also, ja, genau. So sieht's aus. Annabel, wir haben gerade gefrühstückt und Leute, ich habe es einfach vergessen zu filmen. Aber ich habe ein Bild gemacht. Ich blende euch das mal ein. Für mich gab es ein kaltes Porridge, das habe ich mir, wie gesagt, vorbereitet. Und für Annabel ein normal warmes. Da war ich ein bisschen neidisch. Also ich finde es warm trotzdem halt besser. Aber naja, das Rezept findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Das essen wir wirklich jeden Morgen. Und ich glaube, egal wie krank ich bin, ich kann darauf einmal nicht verzichten. Dann esse ich lieber kalt. Kurzes Update übrigens. Ich war beim Arzt. Und die Ärzte meinte, ich habe es gut diagnostiziert und habe eine Mandelentzündung. Ich habe jetzt Antibiotika bekommen für 7 Tage. Huh, ich dachte erstmal so 2 Wochen oder 10 Tage und dann war ich, okay, 7 Tage geht. Und ja, ihr merkt vielleicht, wie gesagt, mir geht das nicht so scheiße. Also die Mandel sieht schon echt schlimm aus. Aber ich mache das Beste draus. Das bringt jetzt nicht, wenn ich einen auf Trauer Ding tue und so. Deswegen, gerade habe ich eine gute Phase. Gerade geht es mir auch ganz körperlich ganz gut. Aber ich versuche mich natürlich trotzdem ein bisschen zurückzunehmen, weil es soll ja schnell wieder besser werden. Ich denke mal, ich nehme es, ich denk mal so 2, 3 Tagen ist es vielleicht schon wieder weg, wenn ich Antibiotika nehme. Ich hoffe zumindest. Und genau, das nehme ich jetzt. Ich habe schon eine genommen und quasi bis ja, 7 Tage, dann passt das. Und nochmal, Leute, kleine Reminder. Wenn ihr krank seid, dann macht wirklich keinen Sport. Ihr werdet keine Muskeln abbauen. In 2 Wochen, Leute, oder so, da baut man keine Muskeln ab. Hauptsache, ihr esst genug. Also esst eher tendenziell lieber im Kalorienüberschuss anstatt im Defizit, weil sonst könnte es sein, dass ihr Muskeln abbaut oder generell abnehmt. Und achtet auf eure Proteine. Und das mache ich auch. Ich versuche genug zu essen. Also wirklich eher tendenziell zu viel, dass ich auf jeden Fall nicht abnehme. Und vor allem genug Proteine. Weil, wenn ich jetzt noch ein Defizit essen würde oder vielleicht sogar keine Proteine noch hätte dazu, dann würde ich auf jeden Fall Muskeln abbauen und das ist das Letzte, was ich will. Deswegen achtet auf jeden Fall auf genügend Proteine und genug Kalorien. Und das mache ich auf jeden Fall. Ja, so sieht es aus. Jetzt arbeiten wir ein bisschen. Als Selbstständiger hat man natürlich keinen Urlaub oder so.
Kein Urlaub, keinen Krankentag oder so. Trotzdem versuche ich so ein bisschen ruhig zu machen, aber heute stehen eher mehr sitzende Tätigkeiten an. Ich mache so ein paar steuerliche Sachen. Und genau, so sieht's aus. Wir sagen, wir sehen uns dann beim Mittagessen wieder. Leute, für Annabelle gibt es jetzt einen Energy und ich will erstens Koffein vermeiden, weil es wahrscheinlich mit Antibiotika auch nicht das Beste ist. Und Sprudel. Deswegen, ich habe mir einen Proteinshake gemacht und den esse ich jetzt mit Erdbeeren. Es ist voll geil. Also versucht mal aus Erdbeeren mit Milch. Ich habe das Ganze jetzt gegen einen Proteinshake ersetzt, weil wir haben keine Milch, aber einen Vanille-Proteinshake. So Leute, einfach wie so Cornflakes-mäßig drauf. Und dann sind das, ist es wirklich, also es ist einfach ein Vibe. Wirklich, probier es mal aus. Und die gibt es jetzt. Proteinshake ist übrigens von Prozis. Ich blende schon mal ein, was für eine Sorte. Einfach Vanille, wie gesagt. Und es schmeckt echt mega gut. Übrigens, Leute, es ist jetzt halb oder dreiviertel um 11. Und ich habe jetzt übrigens aufgegessen. Und Anna trinkt noch. Und ja, Leute, es ist keine Mittagszeit. Ich habe aber schon Hunger bekommen und deswegen habe ich noch einen kleinen Zwischensnack. Also im Endeffekt waren es nur Proteine und ein paar Vitamine. Deswegen, wenn ihr Hunger habt, esst was, egal welche Uhrzeit. Es gibt keine Zeiten, es gibt keine drei Mahlzeiten, wie auch immer, sondern esst, wenn ihr Hunger habt. Euer Körper wird euch das signalisieren. Und ja, wir sind froh, dass wir gelernt haben, auf unseren Körper zu hören, denn das ist einfach das Wichtigste und so entsteht auch kein Heißhunger, weniger Food-Fokus. Und es ist einfach auch mittlerweile so, dass wenn wir Hunger haben, so dann essen wir was. Und früher war es immer so, nee, es ist noch nicht die und die Uhrzeit, wir müssen eigentlich noch warten und so. Und so ist es halt einfach besser, wenn man Hunger hat, was essen, weil so entsteht auch, ja, entsteht kein Heißhunger, dann hat man keinen Food-Fokus und so weiter. Ja, übrigens, Sonntag kommt eine Podcast-Folge zum Thema Food-Fokus online. Also hört auf jeden Fall rein. Leute, es ist gerade tiefgefrorene Weintrauben. Wir hatten Trend vergessen. Der ist so geil. Probiert's auch. Wir sind am Kochen und zwar haben wir uns Gemüse gekocht. Dann machen wir hier noch eine Avocado, die muss weg, wie ihr seht. Dann haben wir hier noch Baguette und haben noch Eier und machen noch was. Jetzt geht's übrigens, Leute, wir waren gerade beim Metro und schaut mal. Wir haben einfach mal ein 10 Kilogramm Dose oder Glas saure Gurken gekauft und 5 Kilogramm Senf. Würde sagen, läuft bei uns. Und so sieht das fertige Essen aus. Ich stelle euch mal hier hin. Und zwar haben wir Avocado, wie gesagt, das Brot, Ei und Gemüse. Wir haben übrigens gerade schon relativ viel Brot genascht. Also das ist das, was ihr übrigens nicht seht. Das ist auch mal zwischendurch was snacken oder so. Ich würde sagen, ich will mal dieses Brot auch probieren mit der Avocado. Übrigens haben wir Schmelzkäse in das Gemüse gemacht. So, Olivenbrot. Ist noch von vorgestern, aber kann man essen. So, Leute, Leitsoßen von Prozis. So geil. Es gibt Teriyaki, ist die häufigst bestellte Soße. Wir sehen dann, was ihr immer bestellt. Ist auch mit die geilste. Aber auch Chipotle, Honigsenf, es gibt alles. Es gibt auch süße Soße. Und als Nachtisch gibt es einen Quark mit Erdnussbutter und nochmal Erdbeeren, weil die müssen weg. Und wir teilen uns noch einen Apfel. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, Leute. Mit Vanille-Geschmackspulver. Einfach nur wild. Es gibt Kokosnusswasser. Das ist so lecker, oder? Ja. Zeig das mal. Das Das haben wir gibt auch es bei auf Rewe, der glaube FIBO. ich. Genau, bei Rewe, das haben wir auch auf der FIBO entdeckt und mitgenommen. Richtig, richtig geil. Und Leute, sehr, sehr gesund. Ja, wir blenden euch mal ein, was das für ein Wirkstoff hat. Aber muss man sagen, frisch von Bali, aus Bali schmeckt es noch besser. Aber es ist schon, kommt schon sehr nah dran. Es wird langweilig, Leute, aber wir haben so Bock gehabt auf einen Porridge und deswegen gibt es es jetzt auch. Und wie immer, das Pistazienglas ist fast leer. Und auch das hier neigt sich auch langsam am Ende zu. Das schmeckt wirklich wie die Füllung von Bueno White. Also wirklich echt mega gut. Es gibt einen Proteinshake in Schoko, in Chocolate Brownie, ja, also quasi Proteinkakao und ein Sandwich-Eis. Denn Leute, esst einfach Eis, das ist sehr gut für die Seele. Aber ist jetzt schon zu ihrem Freund gefahren. Ich fahre auch gleich zu meinem Freund, werde aber nicht filmen,
Gut, Anna wird auch nicht filmen, aber wir können euch ja einfach sagen, was wir gegessen haben, beziehungsweise denke ich mal, wir beide essen Brot tatsächlich mit verschiedenen Aufstrichen und sowas. Das ist ganz unterschiedlich, aber das ist ja halt spontan. Deswegen stell dich einfach vor, wie wir abends schön Brot essen mit schön Käse oder Pute oder whatever. Und dann ist das Ding auch gegessen. Als Nachtisch gibt es bestimmt auch irgendwie. Annabel isst meistens Reiscreme tatsächlich. Und ich esse manchmal einen Quark und manchmal auch noch einfach Obst oder so. Genau. Also, das war's mit dem Full of Eating. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und es kommt eigentlich jede Woche ein Full of Eating online. Also schaut gerne in die Playlist rein, die heißt Food Diaries. Dort seht ihr alle Full of Eatings von uns. Also wenn ihr noch mehr Inspiration wollt, dann geht auf jeden Fall auf die Playlist. Und ich würde sagen, wir beenden oder ich beende jetzt mal allein das Video. Und das war's. Und bis zum nächsten Mal. Aber vorher, Leute, bevor das Video ganz endet, snacke ich noch mal ein paar Weintrauben. Die sind einfach so geil. Das sind einfach Tiefkühlweintrauben. Einfach Weintrauben. Zupft die ab. Oh mein Gott. Nehmen Weintrauben. Friert sie einfach ein. Mmh.